Hallo Freunde, ich bin an meiner Hobbyfläche angekommen, an meinem Obstgarten, um mal zu gucken, ob wir ein bisschen Wildtiere erfasst haben. In den Kommentaren vom letzten Video hieß es, dass es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich hier Giraffen finde, aber man könnte eventuell Gieraffen erwischen. Das war auf jeden Fall ein sehr lustiger Kommentar. Hier war auch wieder ein bisschen Aktivität. Hier ist wieder ein bisschen was platt getrampelt. Die Kirschen sind jetzt auch alle komplett weg. Ja, komplett. Also hier hängt nicht mehr eine Frucht am Baum. Ihr seht, hier hängt nicht mehr eine Frucht am Baum. Also die sind auch nicht abgefallen. Hier liegt nichts auf dem Boden. Nichts. Und die Bäume sind komplett leer. Komplett. Ne? Also hier sieht man es, ist auch wieder fleißig rumgetrampelt worden. Und da habe ich meine Kamera, die das alles schön erfasst hat. So, ihr Halunken, euch komme ich jetzt auf die Spur. Jetzt weiß ich nämlich, wer das ist. Jetzt finden wir es heraus. Jetzt bin ich heiß. Sekunde. Wir fummeln das hier mal kurz ab. So. Zack. Zack, zack, zack. So. Jetzt gucken wir mal, ob wir da was rausfinden können. So, die ist jetzt auf Dings. So. Also, ich kann die hier stellen auf On-Test und Off. Warte, so. Also, hier ist ein Schalter. Da. So, und die ist jetzt auf Dauer an. Und jetzt gehe ich. Ach, ihr seht das ja gar nicht. Scheiße. So, und jetzt gehe ich hier mal auf Menü und dann kann ich hier nicht irgendwo, kann ich hier schon was sehen? Aufnahmeabstand, nee. Ist da was? Ich habe da ja, da ist ja eine Speicherkarte drin. Und dann gucken wir gleich einfach mal zusammen am PC, was da so drauf ist. Hier ist auch noch ein schöner Apfelbaum. Ne, der fängt auch langsam an zu tragen. Hier oben sieht man es. Hier. Da kommen schon überall die kleinen Äpfel. Hier unten, da. Na, wo ist er? Da, da. Ne, die können sie mir auch alle wieder. Oh, Mücken. Oh, die können sie mir auch alle wieder schön wegklauen, aber nicht mit mir. Nicht mit mir. Juti. Was ich aber auch habe, ist, dass ich diese Woche irgendwie ziemlich viele Bilder und Snaps bekommen habe von Leuten, die in ihrer Triticale schon Trockenheit messen waren und meinen, die kann man dreschen. Ich habe mein Messgerät hier auch dabei und wir fahren jetzt zusammen, erstmal bevor wir die Bilder da sichten, ja, gucken, ob wir dreschen, wann wir ungefähr dreschen können. Also ich bin der Meinung, das dauert noch eine Woche bis zwei, auch einfach, weil es das Wetter auch gar nicht anders zulässt. Aber ja, also als ich neulich geguckt habe, waren die Körner noch ziemlich weich und wir können da ja gleich mal jetzt mal gerade einmal gucken und dann sehen wir ja, was dabei rauskommt. So. An einem unserer Getreideschläger angekommen. Und so. Na, wer ist hier denn durchgetrampelt? Oh, das macht so einen Bogen. Kann nur irgendeiner mit seinem Wuffi durchgelaufen sein. Oder irgendein Wuffi. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal gerade rein. Ich pflücke hier mal so ein paar Ähren. Das ist auch einer unserer trockeneren Schläge. So, so, pflücke hier mal überall irgendwie so ein bisschen was raus. Guck mal, hier so richtigen Bogen hier. So, siehst du das? Hier, der ist hier gerade reingegangen. Hier, guck, ich finde noch die Stelle, wo er reingegangen ist. Hier, guck. Hier, da. Ist entweder ein Hund oder irgendwer durchgelaufen. Ich weiß nicht. Naja. Es ist, wie es ist. So. Ah, guck mal. Oh, das Stroh. Nee, das ist... Das merkst du schon am Stroh. Oh. Das Stroh ist noch viel zu zäh. Das ist noch nicht... Das dauert noch. Das dauert noch. Wahrscheinlich versorge ich mir damit gleich das ganze Messgerät, ey. Alles zugeklebt. So, ich lege euch mal hier hin, so. Ich habe meinen Probestand hier übrigens schon aufgebaut, ne? Hier, da die Schale, wo ich gleich das Getreide jetzt reinpule. Das Messgerät, hier ist der Deckel.
Und ja, wir können jetzt erstmal gerade so eine Probe machen. Hier, ich kriege die Dinger schon gar nicht da aus den Ähren raus. Ja, das so. Ich habe jetzt ein so ein Körnchen. So, wenn ich da erstmal drauf beiße. Oder warte, erstmal die Fingernagelprobe. Kriege ich es mit dem Fingernagel überhaupt eingedrückt? Uiui. Ja, hier. Das ist. Wenn es trocken wäre, wird das nicht gehen. Nee, da brauche ich eigentlich gar nicht messen. Aber komm, wir machen es jetzt spaßeshalber einfach mal. Ich habe den Plan. Bin euch jetzt hier am Auto fest. Kamera gibst du mal so stellen. So, Sekunde. So, das ist der Plan. Also, da ist jetzt Tritikale drin. Stell jetzt mein Gerät hier ein. Ja, da steht jetzt auch schon Tritikale und 9 Milliliter. Das ist dann hier, du hast hier sind zwei Becher, einmal 11 Milliliter und einmal 9 Milliliter. Ne, das heißt jetzt, und für die Tritikale braucht er halt diese Menge. Ne, also 9 Milliliter mache ich dieses Becherchen voll. Manchmal bei bestimmten Sorten sagt er dann halt 11, da muss ich dann halt das voll machen. Oder bei ganz besonderen Sorten 18, das gibt es auch. Da musst du halt beide einmal auffüllen, das da reinmachen, dass er es das vernünftig messen kann. So, jetzt mal das 9 Milliliter Schälchen mache ich hier jetzt mal voll. Das merkst du schon so, wie sich das anfasst. Also ich weiß nicht, wie man jetzt irgendwie bei Tritikale jetzt irgendwie schon 14% haben kann. Also entweder geht das Gerät nicht richtig oder, keine Ahnung, da hat es irgendwie, weiß ich nicht, 8 Wochen nicht geregnet. Dann machen wir jetzt mal hier rein. Einmal ein bisschen gleichmäßig verteilen. Das hier jetzt einmal schön draufschrauben. Lass dann zermahlen. Ach ja, das merkst du aber schon. Ne? Das ist jetzt so richtig breiig und jetzt drückst du auf Test. Und jetzt zählt er da die Sekunden runter. 6 Sekunden noch. Und dann steht ja gleich das Ding. -1%. Das kannst du immer so ein bisschen kalibrieren. Und ich habe das jetzt auf das Ding vom Ding. Oh, 16,9. Ist ja doch gar nicht so weit weg von dem, was da ist. Ich werde angerufen. Sekunde. So, Telefonat beendet. Aber 16,9, das ist ja tatsächlich gar nicht mehr so weit weg. Da können wir ja wirklich nächste Woche dreschen. Theoretisch. Das wäre ja cool. Aber mal gucken, nächste Woche soll es viel regnen. Das heißt, das wird auch nichts. Aber dafür dann, ja, dann halt irgendwie übernächste Woche oder so. Naja, ich packe meinen Kram hier mal wieder. Weiß was. Ich packe das nach hinten und lasse das im Auto. Wir brauchen sie ja sowieso demnächst öfter. Und jetzt fahren wir mal nach Hause und gucken, was auf der Wildcam so drauf ist. So, wir sitzen jetzt bei mir am Rechner. Das hier ist die SD-Karte. Und ihr seht, hier ist richtig was drauf. Ne? Wir haben heute den 14.07. hier. Bis heute ist was drauf, ja. Achso, also wahrscheinlich, als ich eben auf die Fläche drauf gelaufen bin, aber 11.07., 10.07., 9.07., 7.07., 8.07., da ist überall was drauf. Gehen wir da jetzt mal rein. Das ist richtig wild. Also ich wette, die ersten Bilder hier, das bin ich. Ja, genau, das bin ich. Also ich glaube, der Tag, also 7., 12 Uhr, 12.14 Uhr, 14, ja, das bin ich, wie ich da abrücke. Guck mal, so sieht das aus, wenn ich da mit meiner GoPro durch die Gegend laufe. Ja, sehr schön, sehr schön. So, und jetzt hier. So, haben wir hier was am 8.7. um 4.30 Uhr. Oh! Oh! Geil. Hallo. Das ist ja süß. Das ist ja süß. Das ist ja echt geil. Um 13 Uhr. Das ist okay. Ja. Extrem windig. Das ist nochmal das gleiche. Ja. Den Tag, den war es sehr windig. So, 8.7., 12.52 Uhr. Das wird wahrscheinlich immer dasselbe sein. 12.59 Uhr. Ja. Okay. Ja, okay. Der Tag ist wahrscheinlich einfach nur Wind. 8.7. So, dann 10.7. um 8.15 Uhr. Hört man irgendwas? Nee, okay. 8.15 Uhr, so 9.50 Uhr. Nee. Wie habe ich da jetzt keinen erwischt? Jetzt bin ich enttäuscht. So, und jetzt sieht man, wie ich da eben wieder angelaufen bin. Oh nee, das ist frühmorgens. Das war heute Morgen, ganz früh. Was haben wir denn da? Nochmal? Nichts. Ja, da bin ich wieder. Und jetzt gleich hier, das muss jetzt geil sein, wie ich das Ding da abmontiere. Das ist natürlich richtig wild. Guck mal, jetzt zeigt sogar Temperatur und so an. Das ist ja geil.
Ja, scheiße, haben wir keinen erwischt. Aber wisst ihr, was das auch sein könnte? Die Kirschen sind jetzt natürlich alle, vielleicht sind die ja nicht alle abgefallen, aber einige. Und jetzt haben denn die Rehe das gefressen oder so. Aber dafür war das so sehr platt getrampelt. Also, keine Ahnung. Wie? Oder Vögel? Ich weiß es nicht. Naja, aber hier, jetzt müssen wir hier nochmal, dann morgens um 4 Uhr noch was, da das Bambi, das finde ich süß, das will ich mir nochmal angucken. Und guck mal, das hat da oben sogar ein bisschen was im Dings da, im, ne? Hier. Ah, schön. Naja, schade. Nichts gefunden. Aber wenn die Äpfel, so, wenn die Äpfel soweit sind, sage ich euch, Leute, wenn die Äpfel soweit sind, dann hole ich sie mir.